So, da sind wir im Theater. Oh. Erstmal lesen. Also das Spiel ist ja cool. Und es ist von den Liz-Machern. Aber selbst in Liz musste man nicht so viel lesen. Man musste zwar viel lesen, aber nicht so viel. Und die Gespräche, das Spiel hat ja von den Gesprächen gelebt. Aber das Spiel hier nochmal. Oh. Gott. Woe to you, nations of hypocrites. Was? For in front of you stands the tall queen. Kündigt sich da ein weiterer Boss an? Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Ach komm schon. Alter, wie hast du es durch die Doktorprüfung geschafft? Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Du fragst Sachen, die eigentlich jeder normale Mensch weiß. Wow. Oh, come on. Oh. Ganz vergessen. Die machen ja Puff. Ich finde meine Jacke irgendwie geil, so selbstreinigend. Bevor ich da reingehe, gehe ich mal hier rumgucken, ne? Ich muss gucken mit den Augen. So, wie ihr seht, habe ich mich auch wieder ein bisschen hochgelevelt und habe wieder ein paar Nebenaufgaben gemacht. War nichts Berauschendes. War eher so... Alter, ist das bald mal fertig. Ich wäre durch London gelaufen. Langsam kenne ich die Stadt auswendig. Langsam. Okay. Die Vorstellung war wohl so schlecht, dass sie gekotzt haben. You can but lower your head. Mädel, hier ist keiner. Außer ich. Und ich kotze gleich auch. Okay, da waren wir schon drin. Hier auch. Da war noch was. Und Liz. Weißt du, mir tut in diesem Fall wirklich nur einer leid. Gronkh. Weil der liest nämlich alles vor. Der tut mir jetzt so leid, der arme Kerl. Ah, was ich schon alles gefunden habe, findet der bestimmt auch. Und der liest ja echt alles vor. Finde ich auch cool. Aber ich sag's mal eher so. Wenn es euch interessiert, macht ihr halt auf Pause, lest es euch durch und macht's weiter. Ich lese ja ein bisschen schneller, weil ich es nicht vorlese. Sind meine Augen ein bisschen schneller im Lesen. Aber ihr kennt das ja. Nein. Kann ich auch. Oh Mann. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nein. Nein. Danke. Oh, ey, ich wurde weg. Oh, da ist ja noch einer. Alter Schwede, das gelbe Zeug haut so... Wow, 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 wow. Ich wäre beinahe gestorben. Hammerhart. Aua. Starkes Blutserum. Yeah. Manchmal lohnt es sich wirklich hier rumzugucken. It's locked, all right. Ehrlich.
Ich habe mich schon damit abgefunden, dass er ein Vampir ist, aber keine Tür öffnen kann. Nimm halt einen anderen Weg. Da waren wir schon. Von hier kamen wir ja. Okay. Hier können wir nicht. Die sagt auch immer einen und denselben Text, wa? Ja, hier waren wir ja schon. Ach nee, das ist eine Etage tiefer. Hallo. Alas, poor Doris. I knew her well. Moment, bist du nicht Doris? Many can testify. Klar. Wenn du meinst. So. Bosskampf. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final. Wasn't das her? Woe uncome to me! Okay. My servant! Dann halt aufs Maul! Ich schlag zwar keine Frauen, aber wenn du schon so anfängst. Was hast du vor? Was? Oh, die hat auch so gelbe Pumpe. Ey! Hallo? Au. Ja, ja. Ich bin auch echt lustig, mich einem Level 9 Boss da zu stellen. Wieso bin ich der einzige Vampir, der Schaden kriegt von der gelben Grütze? Was war denn das? Hä? Wieso? Hallo? Was zieht mir hier Schaden ab? Ja, nie ist klar, ich sterbe. Aber wir kennen es ja nicht anders. Ne? Wie sage ich immer so schön? Einmal muss man sterben. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Spiel. Ich weiß, dass das Blut der Bürger mich stärker machen würde. Und du machst es mir so attraktiv, dass ich mich voll zusammenreißen muss. Und wieso drehe ich mich immer mit dem Rücken da zu hin, wo ich hin muss? Your blood will be mine. Was? Oh oh. Behold, Kinslayer, weg hier. Weg hier. Haha, dachtest du wohl, wa? Ichi. Alter, ich hab mal so eine ganz dumme Frage. Wieso nimmst du eigentlich nicht die Waffen von den Viechern, die... Weg, 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 weg! Oh! Das war zu spät. Weg, 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 weg! Boah, guckt euch das an! Guckt euch das an!
mal den Ladescreen rausgeschnitten und ich habe da so eine Idee. Weil das Spiel mich ja flachsen will. Ich nehme das. Oder 300 Lebenspunkte. Ah, davon habe ich 5 Stück. Benutze ich erstmal die. Und dann eins. Die. Das. So. So, und jetzt nehme ich das. Jetzt bin ich voll aufgeladen und jetzt hau ich dir voll eine rein. So, komm mal her, Liebchen. Komm mal her. Guck mal, ich hab was voll Geiles drauf. Geil, wa? Behold, Kinslayer, the disgrace of she. Ja. Will she be the queen again once they all share? Schon mal was von Dusche gehört? Weg, 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 weg! Ich finde das so geil. Ich sterbe und sterbe, meine Energie geht weg und ich weiß nicht warum. Das gelbe Zeug ist schon links weg. Oh. Weg. Oh, geh dir mal die Zähne putzen. Tschüss. So, und jetzt bist du dran. Ich bin doch schon da. Siehst du? Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! Ansichtssache. I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Eliza. Farewell. Shakespeare hätte es nicht besser machen können. Bravo! So dramatic! I love it! McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now.
I should probably leave the theater right now. Yep. Venire. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Yep. Wäre eine gute Idee. Wenigstens etwas, was wir nutzen können. Endlich mal. Auch wenn die eigentlich mal diese dummen, bösen Vampire zurückpfeifen könnten. Das wäre nämlich echt sweet. Echt. Wirklich. Na komm. Also manchmal lädt das schneller, manchmal nicht. Was ist denn los? Seit dem Update ist hier einiges im Argen. These people want me dead. I need to leave now. Ja, wenn ich die. Keep out. Nah. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Yep. Unnatürliche Selektion. Na komm. Okay, links, links, rechts, okay. Ich glaube, ich mache es mal zum Unterschlupf. Ich brauche neue Sarah. Komm her. Hey. Diese Knoblauchvampire gehen mir voll auf den Keks. Sicher ist sicher. Ja, und das Blutsaugen wird jetzt auch immer schwieriger. Links. Nee. Da lang. Ah. This is no place for you. Ah. Ah. Ups. Da war ich ein bisschen zu schnell. Dein Ernst? Mir gibt die Alte zwei Schläge und ich bin fast tot. Und ich habe über 700 Punkte. Sorry, Bro, ich brauch dein Blut. Ach, komm schon. Komm her. Kommt, Jungs. Du explodierst aber nicht, ne? Gut. Ich sehe schon kommen. Nachher gibt es auch noch Viecher mit denen, die explodieren. Hä? Ach, ich bin falsch gegangen. Ups. Okay. Ey. Gib's her, danke. West End. Soll ich jetzt dahin oder dahin?
Ah, komm schon. Ja, auch eine Barrikade. Ich check das gerade nicht. Oh. Oh. Meine Hütte. Cool. Hey, Mom. Unbekannt. Dein Ernst? Mother. Good evening. Jonathan. Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No. That can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean, you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Do you need my medical attention? Oh, you know I always refuse to let you listen to my chest, son. It always seemed awkward, even when I felt ill. I think you should take this. You'll feel better. I'm not sure I'll ever feel better, but thank you, my son. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject, and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson and my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother.
I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Yeah. Jonathan, my dear, bring me my glasses. I feel like we... Du weißt, wo deine Brille ist. Hol sie selber. Ich sollte vielleicht nicht Spiele so lange am Stück spielen. Das ganze Gerede macht mich voll kirre. Was war denn hier? 140. Und weg. War ja klar. Ausdauer. Ja. Naja, besser als gar nichts. Ja, meine Knarre ist ja eigentlich schon auf Maximum. Da gibt es nichts mehr. Außer da. Jetzt ist auf Maximum. 515 Schaden. Was macht die? 210. Na. Was macht denn... ja, das war so ein cooles Schwert. Wow. Also der Knüppel ist schon die härteste Knarre, die ich habe. Wow. Die war cool. Die war schnell. Aber nein. Wow. 330. Mhm. Okay, die Zweihänder brauchen alle ordentlich Ausdauer. Alter Schwede. Ja, ich habe einiges angesammelt. So, ein bisschen Medikaments. Vier reichen, glaube ich, oder? Ja. 8000 Points. Jetzt wird gelevelt. So. Ich weiß nicht. Doch. Ich gönn mir. Was haben wir hier? Klauen? Schnitt ins Fleisch, bla bla. Wow. Okay, das heißt, wenn ich Blut ausgebe, kriege ich ein bisschen wieder. Okay. Klingt gut. Und Ausdauer natürlich. Na komm. Ausdauer ist in dem Spiel sowas von wichtig, ey. Blutkapazität brauche ich auch ein bisschen mehr. Jetzt bin ich aber wieder kniesig. Dann noch lieber Blut, oder? Ja. Gut. Hätten wir das mal erledigt.
submit to your hunger or resist it. But remember, mortals are now your prey. It is the curse of the goddess. It is the hunger in you. The need for blood. The will to strike and to punish. To spit in the eye of God.